Bei uns ist Wolfgang Paul, beziehungsweise wir sind bei Wolfgang Paul zu Hause, kurz vorm 80. Geburtstag. Herr Paul, wie geht's Ihnen? Eigentlich dem Alter entsprechend sehr gut. Und die Erinnerungen, wir haben gerade die Gelegenheit genutzt, lange zu sprechen. Die Erinnerungen an 1966 sind bei Ihnen so frisch, als wäre es gestern gewesen im Hampden Park zu Glasgow. Ja, das war schon ein Erlebnis in meinen jungen Jahren, wo ich sagen muss, das war der Höhepunkt einer meiner sportlichen Laufbahn. Und man denkt natürlich immer wieder dran und in der Zeit, wo man heute ist, besonders, weil der Fußball und alles andere sich doch mächtig verändert hat. Und die Rückreise damals vom Flughafen in Düsseldorf dann nach Dortmund, das war ein ganz besonderer Moment. Ja, ich habe das in meinen Träumen nicht glauben können, dass sowas mal passiert. Vor allen Dingen in jungen Jahren, mit 26 Jahren sowas zu erleben, ist natürlich für mein ganzes Leben danach bezeichnend gewesen. Erzählen Sie ein bisschen, was war damals los, nachdem Sie die Maschine in Düsseldorf verlassen hatten? Ja, da muss man sagen, der Flughafen war voll mit Menschen. Ich habe gar nicht gewusst, warum man vor unserem Flugzeug, wo ich mit dem Trainer das erste rauskam, einen roten Teppich ausgezogen hat. Und von da an ging es dann los, was wir erreicht haben. Das haben wir in der Nacht danach noch gar nicht so erlebt. Und ab dem Westhofener Kreuz war kaum noch ein Durchkommen vor lauter Fans. Lauter Fans, wir waren in offenen Autos durch Westhofen, Kreuz runter über Hohensieburg nach Dortmund rein. Die Straßen waren links und rechts voll mit Menschen. Und dann kommen wir nach Dortmund rein über den Borsigplatz. Es war unvorstellbar, was da los war. Da haben wir es richtig gemerkt, was wir erreicht haben. Ihr Wahlspruch, einmal Borusse, immer Borusse. Was macht für Sie Borussia Dortmund aus? Borussia Dortmund ist für mich der Verein, der von meiner Jugend an immer alles gegeben hat. Ich habe alles mitgekriegt in Dortmund, das Wachstum in Dortmund. Borussia war für mich über Tilkowski und meine Mitspieler alle, Herbert Sandmann, die mich alle mitgefördert haben. Borussia ist heute mein Wahlspruch immer noch: einmal Borussia, immer Borussia. Trotz anderer Angebote sind Sie nie gegangen. Was hat Sie in Dortmund so gehalten? Was war in Dortmund und ist es vielleicht bis heute das Besondere? Das Besondere ist, dass ich aus dem Sauerland gekommen bin und der nächste Ort war Dortmund. Und ich denke, dass mir das alles gegeben hat. Ich hatte mal ein Angebot aus Gladbach, aber das hätte ich nie angenommen. Und aus West Ham United mal, was mir man hinterher erst gesagt hat, das hat man mir verschwiegen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, Borussia zu verlassen. Was wünschen Sie sich zum 80. für Borussia Dortmund? Eine sehr gute Rückrunde und ich denke, dass wir alle Chancen haben, trotzdem noch deutscher Meister zu werden.